Vorsicht bei der Einfahrt, denn hier kommt ein Reformator. Passend zum Fahrplan des Reformationsjubiläums taufen Margot Käßmann und Deutsche Bahn-Vorstandsvorsitzender Rüdiger Grube einen nagelneuen ICE4 auf den Namen Martin Luther. Weil wir der Meinung sind, dass Martin Luther die Welt verändert hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wir ohnehin dabei waren, unsere Züge, weil wir ja doch die wesentlichen Städtenamen alle jetzt bei den anderen ICE-Zügen benutzt haben, verwendet haben. Und da waren wir der Meinung, Martin Luther ist ein guter Auftakt, um Persönlichkeiten in Zukunft auch mit unseren Zügen in Verbindung zu bringen. Ab sofort saust der 346 Meter lange Hochgeschwindigkeitszug nun also mit bis zu 250 Stundenkilometern durch die Heimat des Reformators. Zunächst planmäßig auf der Strecke Hamburg-München. Ich denke, Martin Luther selbst musste viel reisen und er hätte das sicher genossen, wenn er so bequem hätte reisen können. Also insofern passt der Zug durchaus dazu. Martin Luther hat beschrieben auf einer Reise, dass es ihm gut gefallen hat, mit anderen zu reisen und dabei auch noch gut essen und trinken zu können. Ich denke, so ein ICE mit schönem Speisewagen, das hat ihm schon gefallen. Der ICE Martin Luther ist der erste seiner Art, denn bislang wurden die Expresszüge stets auf Städtenamen getauft. Die vierte Generation wird nun nach Persönlichkeiten benannt. Die Innovationen im neuen ICE 4 sprechen für sich. Neben dem Versprechen einer funktionierenden Klimaanlage soll unter anderem auch für eine stabile Internetverbindung gesorgt werden. So kommen die Fahrgäste dann lediglich bei der Luther-Lektüre ins Schwitzen. Ich denke, das zeigt, dass Martin Luther Bedeutung für ganz Deutschland hat, nicht nur für den kirchlichen Bereich. Und wir freuen uns natürlich darüber, weil viele Menschen nach Wittenberg kommen werden mit dem ICE. Und das sind Menschen aus aller Welt, die dadurch auch deutsche Technologie kennenlernen. Luther hätte sicher seine Freude gehabt an den 830 ergonomisch geformten Sitzplätzen, die aber allein nicht ausreichen, um alle Fahrgäste zu den zahlreichen Veranstaltungen rund um das Reformationsjubiläum zu befördern. Also beschließt Bahnchef Grube zur Feier des Tages die Kooperation mit dem Verein Reformationsjubiläum 2017. Am 28. Mai 2017 fahren wir allein über 120 Shuttlezüge, zusätzlich natürlich Busse und. Und wie immer im Leben kommt es zum Schluss auf die persönliche Leidenschaft an. Deshalb werden wir ein Freiwilligenprogramm auch anbieten und da können wir uns darauf verlassen, denn mit solchen großen Veranstaltungen haben unsere Mitarbeiter große Erfahrungen und sehr positive Erfahrungen.